Ihnen, liebes Publikum, mit euch, liebe Startups, das Thema Startup, Businessplan, Business Model Canvas heute mal so ein bisschen genauer erörtern, versuchen, die Begriffe zu definieren, ja, und hoffentlich auch so ein bisschen, ja, Hitze aus der Diskussion nehmen. Ja. Auf diese Reise will ich Sie alle jetzt in den nächsten 35 Minuten, die ich habe, mitnehmen. Doch zunächst mal brauche ich Ihre Mithilfe. Ja, unser Technikteam, die sind echt gut, aber nicht unbedingt ordentlich. So sieht es bei uns immer in der Technikbox aus, wenn die Kabel zurückkommen. Ja, ist natürlich immer eine Riesenaufgabe, die dann vom nächsten Einsatz wieder fit zu machen. Da würde ich Sie jetzt gern um Hilfe bitten. Ich brauche jemanden, der mir hilft, diese Kabel zu entwirren. Allerdings hätte ich gern zunächst mal einen Plan dafür. Wer würde sich in der Lage fühlen, jetzt hier mit einem Stift und einem weißen, leeren Blatt Papier einen Plan zu schreiben, wie ich dieses Kabel am besten entwirren kann? Das bringt mir natürlich sehr viele Vorteile, weil wenn ich einen Plan habe, ja, dann kann ich das nächste Mal, wenn es verwirrt ist, das einfacher nach dem Plan entwirren. Würde sich jemand in der Lage fühlen, diesen Plan für mich jetzt zu schreiben? Nein, schade. Ja? Ja? Haben wir einen? Oh ja, okay, also gut. Dann würde ich Sie bitten, so dass ich mein Ziel erreiche, möglichst schnell natürlich. Ja? Also Sie haben selber Zettel, Stift? Ja? Perfekt, ich bin sehr gespannt. Ja? So, aber in der Praxis, ja, so machen wir das zumindest immer, ist eigentlich der beste Weg, das Ganze hier mal zu nehmen, so mal ein bisschen hier mal dran zu ziehen, zu gucken, okay, wo geht es denn hier weiter, auszuprobieren, zu merken, ey, Moment mal, das ist das falsche Ende, und dann kommt man wieder ein Stück weiter. Und so ist die Praxis, ne, mit diesem Kabelsalat. Ja. Gut, was das jetzt mit Startups und Businessplanung zu tun hat, ist vielleicht erstmal fraglich. Aber glauben Sie mir, wir werden hinkommen. Aber gestatten Sie mir, zunächst mal mich selber noch kurz vorzustellen, 2, 3 Worte zu mir selber zu sagen, dass Sie überhaupt wissen, wer ja gerade hier vor Ihnen auf der Bühne steht. Mein Name ist Johannes Ellenberg. Ich bin ja nicht digital naiv, sondern ein Digital Native, geboren am Fuße der Schwäbischen Alb im schönen Mössingen, ja, unsere Wirtschaftsministerin, unsere brandneue, kommt praktisch aus dem gleichen Eck. Ja, ich bin gerade auch schon am Prüfen, ob da irgendwelche Sandkastenbeziehungen bestehen, ja, aber ich befürchte nicht. Ja, ich habe klassisch angefangen, habe studiert Wirtschaftsinformatik, habe mich während der Uni selbstständig gemacht, bin dann später von der technischen Seite her ins Marketing, habe ein MBA gemacht und eben ja relativ früh auf die Gründerszene in Stuttgart und Startup-Szene gekommen. Ja, weil wir einfach gemerkt haben, in Stuttgart tut sich was, haben einen Verein gegründet, der Startup Stuttgart e.V. Daraus ist die Accelerate Stuttgart GmbH geworden, das ist mein aktuelles Unternehmen, wo wir zum einen seit Jahren sehr eng und vertrauensvoll mit dem Wirtschaftsministerium zusammenarbeiten, aber auch ja, Startups, Existenzgründer, Hands-on unterstützen mit unserem Accelerator-Programm. Wer mich online verfolgen will, kann das gerne tun, auf Twitter. Ja, was will ich in den nächsten 30 Minuten mit Ihnen machen? Hauptsächlich diese 3 Fragen beantworten. Was sind denn eigentlich Startups und benötigen Sie einen Businessplan? Und wann benötigen Sie diesen? Wenn ich schon mal hier bin, können wir die Frage auch erörtern, warum brauchen wir die Startups überhaupt? Ja, was ist denn das? Ist das nur eine Modeerscheinung? Ja. Und weil es so schön natürlich auch zu dem Rahmen und zu dem Haus passt, in dem wir sind, wie können wir diese Startups unterstützen? Fangen wir an. Startups. Was sind Startups eigentlich? Und da würde ich jetzt gern Sie noch mal fragen im Publikum. Ja? Wer würde denn jetzt sagen, was ist denn ein Startup? Einfach mal eine Definition. Freie Schnauze, einmal raus. Und hier sitzen einige. Was ist ein Startup? Keiner eine Idee? Ha? Dann fange ich an. Ein Startup
ist für mich zunächst mal nicht einfach die kleine Version von einem großen Unternehmen. Ein Startup ist für mich nicht zwangsläufig jeder, der sich selbstständig macht. Ein Startup ist auch nicht immer gleich ein Existenzgründer. Ein Startup ist für mich was anderes. Wie für jeden wahrscheinlich in den Raum hier, ein Startup auch was anderes ist. Und da fängt schon das Problem an. Wenn wir uns darüber streiten, ja, oder unterhalten, diskutieren, wie wir Startups unterstützen können und mit was für Methoden wir Startups unterstützen können. Ob mit einem Businessplan oder einem Business Model Canvas. Schauen wir uns doch mal in der Wissenschaft an, ob die das so ein bisschen besser weiß. Da habe ich nachgeschaut, Gabler Wirtschaftslexikon. Ich lese es eben mal vor. Fürs Gabler Wirtschaftslexikon sind Startups junge, noch nicht etablierte Unternehmen, die zur Verwirklichung einer innovativen Geschäftsidee mit geringem Startkapital gegründet werden und auf den Halt von Venture Capital bzw. Seed Capital auf einem Börsengang IPO angewiesen sind. Sind das Startups für Sie? Also so ein Startup ist immer zwangsläufig auf Risikokapital oder einen IPO angewiesen. Ja? Weiß ich nicht. Gabler Wirtschaftslexikon ist dessen Startup. Ja? Okay, schauen wir mal weiter. In den Anglo-amerikanischen Sprachraum. Steve Blank, wer hat von dem schon gehört? Ja, eins, zwei, gut, drei, vier, fünf, doch ein paar. Ja. Also das ist so ein bisschen der Startup, Lean Startup, Startup-Methodik-Papst aus den USA, hat viele spannende Bücher geschrieben und definiert ein Startup wie folgt. Ein Startup ist eine temporäre Organisation auf der Suche nach einem skalierbaren Geschäftsmodell. Da kommt schon ein ganz anderer Drall rein, also eine temporäre Organisation. Ja. Gut, haben wir ein junges Unternehmen, ist irgendwann mal alt, auch temporär, aber vor allem auch auf der Suche. Das ist der Part, der mir persönlich am besten gefällt. Ja. Nehmen wir noch einen weiteren Engländer dazu, Eric Ries. Das ist so ein bisschen, ja, der hat sein Gedankengut und seine Bücher stark auf Steve Blank aufgebaut. Da habe ich jetzt das englische Zitat dabei. Er sagt, ein Startup ist eine human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty. Ja, also eine menschliche Organisationsform von Menschen gebildet. Ja. Und was mir da persönlich am allerbesten gefällt, ist die extreme Unsicherheit. Weil ich finde, das kann jeder nachvollziehen, der gerade in der Gründungsphase ist, Gründer berät oder selber schon mal gegründet hat. Unsicherheit ist das, was am Anfang am allermeisten da ist. Ich weiß eigentlich nur, dass ich ein Problem lösen will und dass ich es machen will, aber alles andere weiß ich nicht. Also, so, wenn wir uns jetzt an der Definition nähern, ja, und aus diesen drei Definitionen für mich die relevanten Begriffe sind extreme Unsicherheit, ja, eine temporäre Organisationsform auf der Suche und es geht irgendwie um ein innovatives Produkt oder eine Dienstleistung. Ja, weil, das frage ich Sie, in der Definition, in Ihrem Verständnis, ein Nagelstudio, ein Friseursalon oder der Gastronom um die Ecke ist eine Existenzgründung. Die Existenzgründung nicht einfach ist, die unterstützt werden muss, ja, und viele Hürden hat. Aber ist es ein Startup? Ja, vielleicht, ja, nein. Ja. Schauen wir uns die Punkte nochmal genauer an. Extreme Unsicherheit, was bedeutet denn das eigentlich? Und ich meine, das ist was, das betrifft alle. Das betrifft den Privatmenschen, das betrifft Unternehmen, große etablierte Unternehmen und es betrifft junge Unternehmen gleichermaßen. Ja. Die Welt da draußen ändert sich rasant und es hat einfach mit einer Sache zu tun. Informationstechnologie. Überall da, wo Informationstechnologie einzieht, ja, wird beschleunigt, entstehen Daten, Mengen, Technologie, ändert sich rasant. Wissen, ja, das heutig verfügbare Wissen verdoppelt sich alle 7 Jahre. Aktuell, was ja schon viel ist. Aber im Jahr 2030 verdoppelt es sich schon alle 72 Tage. Und was das bedeutet, ja, auf technologischen Fortschritt
auf das, was Menschen auf der ganzen Welt mit diesem Wissen machen können, kombinieren können, neu anwenden können, muss ich Ihnen nicht sagen. Ja? Das heißt, Kundenbedürfnisse wandeln sich und können plötzlich global bedient werden. Ja? Und aus diesem Grund ändern sich die Spielregeln des Wettbewerbs fortlaufend. Unsicherheit. Sind wir uns einig? Ja? Und sie wird größer. Sie wird größer bei kleinen Unternehmen, sie wird größer bei etablierten Unternehmen. Suche. Was bedeutet denn überhaupt Suche? Ja, klar, ich fange an und bin vielleicht erstmal auf der Suche nach einer Idee. Aber sobald ich die habe, geht's los. Da suche ich dann Mitgründer. Ja, da suche ich vor allem auch Geschäftsmodelle. Wie kann ich denn damit Geld verdienen? Ja, wie sieht denn das aus? Wo sind denn überhaupt meine Kunden? Wo ist mein Wachstumsmotor? Ja, wo stecke ich Geld rein, damit mein Unternehmen wächst? Ja? Und wie sieht eigentlich mein fertiges Produkt aus? Und der dritte Begriff, den wir aus der Definition rausgezogen haben, ist das Thema Innovation. Und Innovation gibt es jetzt wirklich über jede Bandbreite. Ne? So die typische Innovation, von der wir eigentlich immer reden, wenn wir von Innovation reden, ist die klassische Produktinnovation. Es gibt aber auf jeder Ebene Innovation. Prozessinnovation im Marketingbereich, im Geschäftsmodell. Ja? Aber klassisch kann man eigentlich drei große Kategorien mal unterscheiden. Ja? Wir haben die kontinuierliche Innovation, wo Produkte in iterativen kleinen Schritten besser gemacht werden. Beispiel ist einfach ein neues Modell von der S-Klasse. Ja? Und die ist wichtig und die brauchen wir auch, ja? Um unsere Kundenwünsche weiter bedienen zu können und nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Wer nicht iterative Innovation betreibt, der ist schnell nicht mehr im Geschäft. Aber die Iterative, da entwickelt sich ein bestimmtes Bauteil. Beim Auto zum Beispiel, ja, der Verbrennungsmotor wird durch den Elektromotor ersetzt. Ja? Und disruptiv, und das ist jetzt wirklich das Spannende, und da sind eben viele Existenzgründe unterwegs, das ist eine Innovation, die das ganze Geschäftsmodell betrifft. Das heißt jetzt im Automobilkontext vom Hersteller zum Mobilitätsdienstleister, was Daimler zum Beispiel mit Car2Go macht. Ja, da ist es nicht mehr wesentlich, was ich können muss in Bezug auf die Produktion von Autos, sondern da muss ich plötzlich Kundenbedürfnisse verstehen. Wo muss ich diese Autos hinstellen? Ja, wie muss ich das Pricing machen? Was für Komfortfeatures brauchen die, um diese Autos mieten zu können? Okay, so. Und wenn wir von Startups reden in unserer Definition, ja, dann ist das hier das Suchfeld. Ja? Hier haben wir etablierte Unternehmen oder auch Existenzgründungen. Ja? Aber da bewegen wir uns immer in einem disruptiven Bereich. Okay, aber jetzt machen wir da ein Wrap-up drüber. Wir haben die drei Variablen: Zeit, Unsicherheit und Innovation. Und alles, was wir jetzt mal noch tun müssen, ja, ist die in einen Zusammenhang bringen. Fangen wir an. Zeit. Das ist offensichtlich alles, was alle Prozesse und alle Dinge auf dieser Erde sind bei uns einem gewissen Zeitfluss unterworfen. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen gründe, ist Zeit auch ein relativer Faktor, ist völlig klar. So, Unsicherheit. Unsicherheit im Verhältnis zu der Zeit gesetzt. Und am Ende soll irgendwann mal ein innovatives Produkt, eine innovative Dienstleistung rauskommen. Das wäre das Ziel. Aber wie kommen wir dahin? Und das ist ja die große spannende Frage. Und da kommen wir jetzt wieder zu dem Knall. Ja, wie kommen wir dahin? Da bin ich jetzt gespannt, wie der Plan aussieht. Ja? Weil die Realität sieht nämlich so aus, genauso wie dieses Knäuel. Ja? Ich fange an, null, und bin unsicher, ohne Ende. Ich weiß nichts. Ich fange mal an loszulaufen, ja? Mache die ersten Erfahrungen, denke, okay, ich bin auf dem richtigen Weg, und dann merke ich, komplett falsch. Ja? Und dann fange ich wieder an. Ja? Das heißt, hier ist ein ziemlich chaotischer Prozess, wo ich viel lerne, ja, wo ich unsicher bin. Und natürlich ist das Ziel, über die Zeit diese Unsicherheit auf ein erträgliches Niveau zu reduzieren. Sie lässt sich nie komplett reduzieren. Ja. Auch die erfolgreichsten Unternehmer haben in regelmäßigen Abständen schlaflose Nächte. Ja. Weil sicher ist einfach nichts. Aber Ziel ist es, eine Innovation, ein Produkt, eine Dienstleistung irgendwann mal auf den Markt zu bringen, die ich mit einem erträglichen Maß an Risiko über die Zeit
betreiben kann. Ja, so, und das ist jetzt der spannende Punkt und die lange Hinleitung, ja, wenn Sie es gleich verstehen. Was wir jetzt machen, wenn wir vom Thema Start-up sprechen, wir unterscheiden jetzt im Zeitverlauf. Ja, wir sagen, diese chaotische Phase hier vorne, ja, die nennen wir den Suchmodus. Die Phase, wo es ein bisschen ruhiger und gesitteter zugeht, ja, das ist der Planmodus. Und jetzt aber langsam zum Thema, zum spannenden Punkt, ja, wie, mit welcher Methodik und mit welchen Werkzeugen, Hilfsmitteln arbeite ich denn in welcher Phase? Ich glaube, wir waren uns relativ einig, bis auf eine Dame, da bin ich gespannt, ja, dass, wenn ich hier anfange, den Plan zu schreiben, dieses Kabel zu entwirren, ja, klappt vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht weiß sie ganz genau, wie jetzt die Dinger hier verwurstelt sind, ja, und kann sie dann entwirren mit der Anleitung. Aber der schnellere Weg ist, einfach mal anzufangen, zu ziehen und zu machen, ja, kontrolliert, ja, und dann rauszufinden, wie es geht. Und irgendwann mal komme ich an einen Punkt, ja, da habe ich verstanden, wie Kabel entwirren geht, ja, da kann ich einen Plan machen, da kann ich, habe ich vielleicht sogar eine Maschine erfunden, ja, die mir hilft, ja, hier das Ende einspannen und dann anfangen und dann macht die Maschine das für mich. Aber erstmal muss ich Kabel entwirren als Prozess und als Produkt verstehen. So. Und wir sagen einfach, okay, dieser Suchmodus ist mit klassischen, mit sagen wir, bisher klassischen Managementmethoden, die man kennt, wie eben der klassische Business- und Finanzplan, aber auch andere Instrumente aus der BWL, die passen dann nicht so richtig, ja? Weil die mich sehr früh, sehr schnell zwingen, konkret zu werden, ja, zu rechnen. Ja? Ich meine, wie will ich denn meine Finanzplanung machen, wenn ich noch nicht mal weiß, wie mein Geschäftsmodell genau aussieht. Ja? Das heißt, verdiene ich mit einem monatlichen Abo, verdiene ich mit einem Einmalpayment. Das finde ich noch auf dem Weg raus. Und dann kommen wir in den Planungsmodus, ja? Der super wichtig ist. Ohne den funktioniert das nicht. Ja? Da siedeln wir den Businessplan ein, die Finanzplanung, und die muss definitiv gemacht werden. Ja? Wenn Sie zu einer Bank gehen und Geld wollen, natürlich wollen die einen Businessplan. Ja? Das ist auch völlig verständlich. Das ist aber genauso von einem Risikokapitalgeber auch. Ja, aber davor müssen Sie durch diesen Prozess gegangen sein. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Lean Startup ist ein Riesenthema. Das ist viel zu groß jetzt für die 30 Minuten. Ja, wer da ein bisschen mehr sich einarbeiten will, kann erstens gerne nachher auf mich zukommen, aber zwei Namen sind eigentlich nur wichtig. Der Steve Blank von vorher und der Eric Ries als Anlaufstelle. Ja, da mal anfangen, Alexander Osterwalder mit dem Canvas und sich da ein bisschen reinfühlen. Was aber der Beginn ist, und so hat es zumindest hier in Deutschland, ist es mit das bekannteste Tool, ist die Frage, okay, wie fange ich denn eigentlich dann damit an? Wenn ich jetzt nicht als erstes einen Businessplan schreibe, sondern als erstes, was muss ich denn da machen? Ja, ich muss ja irgendwie strukturiert meine Gedanken zu Papier bringen, die ich vielleicht mit meinen Freunden in der Kneipe am Stammtisch hatte. So, und da ist die große Frage, womit fange ich an? Und wir sagen einfach, wenn ich ganz vorne bin, Schritt 0, dann ist es vermutlich nicht so clever, gleich einen Businessplan zu schreiben. Da gibt es andere Tools, die in der Suchphase unterstützen. Und das Tool, das am allgemeinsten bekannt ist und am meisten eben eingesetzt wird dafür, ist der Business Model Canvas. Der Business Model Canvas sieht so aus. Wer hat den denn schon mal gesehen? Ja, dann doch schon mehr. Ja, letztendlich ist es ein Stück Papier, am besten in mindestens DIN A3 ausgedruckt, ja, das eine komplette Wertschöpfungskette, eine komplette Firma, ein komplettes Geschäftsmodell in diesen Feldern darstellen kann. Ich will mal ganz kurz darauf eingehen. Das ist im Detail natürlich komplexer, wie es jetzt erstmal aussieht. Ja, gut, die Kästchen. Ja. Aber auf diesem Level ist es wichtig, sich erstmal anzufangen, strukturiert Gedanken zu machen. Zu Kunden. Wem will ich denn überhaupt dieses Produkt verkaufen? Wie sehen die Kunden aus? Wie sehen Segmente aus? Ja. Kunde ist nicht gleich Kunde. Wenn ich Geschäftskunden habe, das sind unterschiedliche Branchen, Unternehmensgrößen, ja. Wenn ich Endconsumer habe,
Ja, sind es Männlein, Weiblein, wie alt sind die? Ja, was für Segmente gibt es? Damit muss man sich beschäftigen. Ja. Kundenbeziehungen. Das heißt, wie pflege ich, und zwar über den gesamten Kundenlebenszyklus, angefangen vom ersten Kontakt, ja, vom Vertrieb, vom Marketing, wie pflege ich denn die Beziehungen mit meinen Kunden? Bin ich physisch vor Ort am Point of Sale tätig? Ja? Ist es eine elektronische Beziehung am Telefon? Ja? Kanäle, über was für Kanäle liefere ich meine Produkte? Wenn ich ein Produkt habe, ein physisches Produkt, ja? Irgendwelche Lebensmittel herstellen und verkaufen, ja? Wie sieht der Absatz aus? Übers Internet oder offline? Nutzen, und das ist der zentralste Punkt, was für einen Nutzen bringt mein Produkt, meine Geschäftsidee, meinen potenziellen Kunden? Sind es Preisvorteile, Qualitätsvorteile, Zeit? Übrigens, wer über Geschäftsideen nachdenkt, ja, und Dinge tun will, die bisher noch nicht so viele tun, sollte darüber nachdenken, über den Nutzen Zeit. Weil wir alle wissen, ja, unser knappstes Gut ist die Zeit. Und wenn ich es als Anbieter, als Firma, es mit was auch immer, das ist eure Aufgabe, es schaffe, Zeit, ja, zu schenken, zu verkürzen, zu reduzieren, ja, dann ist es in Zukunft definitiv einer der besten Nutzungsversprechen. Im unteren Bereich, ja, da kommen dann auch, ne, die Finanzen zum Spiel. Ja, wir machen natürlich uns Gedanken über, wie können wir Geld verdienen und wie sieht unsere Ausgabenkostenstruktur aus. Ja? Wir rechnen das nur noch nicht komplett durch. Wobei ich da auch, ne, teilweise sage, okay, mal einen Excel aufzumachen in der Phase und die Zahlen mal kurz zu spielen. Skaliert denn das überhaupt, wenn ich, ja, irgendwie eine Provision nehme, 10 Cent pro Verkauf? Ja, wie viel muss ich denn dann überhaupt Verkäufe machen, dass ich da meine Kosten decken kann? Ja? Das muss klar sein. Ja? Welche Ressourcen brauche ich und welche Aktivitäten? Und das ist auch was, das muss man sich mal strukturiert überlegen. Ja? Und das unterschätzen viele. Wenn ich ein Produkt herstelle, sagen wir mal Honig, ja? Und den verkaufen will über das Internet, was ist dann meine Key-Aktivität? Was muss ich denn dann können? So. Und ich sage Ihnen, Honig herstellen ist gar nicht so entscheidend. Sie müssen Online-Marketing können. Und das ist verdammt gut. Sie müssen ITler sein. Sie müssen skalierbare, belastbare, zuverlässige IT-Infrastrukturen betreiben können. Sie müssen sich mit dem Thema Datenschutz auskennen, mit dem Thema Payment. Ja? Honig zu produzieren, das, was Sie eigentlich machen wollten, das nimmt irgendwann mal nur noch so einen sehr, sehr kleinen Teil an. Und das sollte man sich mal überlegen, weil an der Stelle, ja, ist es dann einfach entscheidend zu sagen, hey, kann ich das alleine überhaupt stemmen? Brauche ich vielleicht einen Mitgründer? Brauche ich einen Partner? Aber in der Phase schon nicht, wenn ich 10.000 Euro investiert habe, ja, und merke, ich kriege das gar nicht alleine hin. Partner, ja, es ist klar. Wie kann ich mit wenig eigenem Ressourceneinsatz über kluge Partnering-Modelle, Kooperationsmodelle wachsen? Ich sage Ihnen, in Zukunft müssen Sie gar nichts mehr besitzen als Unternehmen. Gar nichts, nur eine Sache, und das ist die Kundenbeziehung. Solange Sie die Kundenbeziehung besitzen und Zugriff auf alles andere haben, reicht es vollkommen. Sie brauchen keine Produktionswerke mehr. Sie müssen nicht mehr Rohstoffe en masse einkaufen. Sie brauchen auch keine Experten mehr für jedes Thema im Haus. Das brauchen Sie nicht. Es reicht, wenn Sie Zugriff haben, solange Sie die Beziehung zum Kunden kontrollieren. Und das ist was wir in der Automobilindustrie zum Beispiel gerade ein enorm spannendes Thema. Auch in der Versicherungsbranche. Die Versicherungen, die sitzen auf Geld, ja? Die haben enorm hohe Barrieren geschaffen. Ja? Natürlich auch Know-how in der Regulatorie und alles, aber die kennen ihre Kunden gar nicht. Das sind die Vertriebler, die nicht mal fest angestellt sind, die in den Dörfern sitzen, ja, und die Verträge mit denen abgeschlossen haben. So, wie komme ich an die Kundenbeziehung? Das wird das Zentrale sein in der Zukunft. Okay, so, aber das ist der Business Model Canvas und damit fängt man an. Ja? Und zwar wirklich von grob nach fein.
Da fange ich erstmal völlig unwissenschaftlich an, erste Runde, alles, was mir in 5 Minuten dazu offen einfällt. Dann lasse ich das mal sacken, spreche das mal durch mit 2, 3 Freunden, Mitgründern und dann nochmal. Und nochmal und nochmal und nochmal. Und was mache ich dann? Und das ist jetzt ein entscheidender Punkt und da hört dann der Business Model Canvas als Tool auf und wir brauchen ergänzende Tools. Ja. Wenn ich eine Version habe, wo ich sage, okay, die passt jetzt, die fühlt sich stimmig an, dann gehe ich auch noch nicht zu einer Bank und dann schreibe ich auch noch keinen Businessplan, sondern dann gehe ich raus. Dann gehe ich raus an den Markt, an potenzielle Kunden, die ich hier definiert habe, ja, mit vielleicht einem Skribbel von meiner Idee und zeige das denen mal und frage, hey, ich habe mir das so vorgestellt, ja, dass das dein Nutzenversprechen ist, dass du Zeit sparst beim Friseur, ja, du 50 Euro dafür zahlst, ja, wäre das realistisch. Ja? So. Und das mache ich dann erst. Und dann kann ich Ihnen versprechen, wenn Sie das machen, da werden Sie nochmal mindestens 15 bis 20 Runden drehen, ja, bis Sie an einem Punkt sind, wo Ihre Vorstellung im Kopf sich mit dem tatsächlichen Markt deckt. Ja? Und vorher brauchen Sie noch keinen anderen Aufwand scheuen. Vorher brauchen Sie kein Geld ausgeben für IT, nicht sich die Mühe machen, Prosa zu schreiben für einen Businessplan. Der kommt später. Aber in der Phase finden Sie erstmal raus am Markt mit einfachen Tools, was tatsächlich, wie die Mechaniken sind, die Funktionsprinzipien von meinem Geschäftsmodell und ob es auf den Markt passt. Okay, so viel zum Canvas. Ja. Ich stehe nachher auch in der Pause gerne zur Verfügung, das weiter zu vertiefen. Also es ist wirklich ein Gebiet, das sehr umfangreich ist und wo es sehr viele kluge Köpfe inzwischen gibt und Methoden und Werkzeuge. Da gebe ich Hinweise. Jetzt will ich noch eine Sache, die mir besonders am Herzen liegt, mit Ihnen erörtern. Ja? Und das ist das Thema, warum brauchen wir Startups überhaupt? Ja? Und das ist was mich persönlich in meiner Arbeit sehr, also tagtäglich beschäftigt, auch mit großen Konzernen. Weil ich weiß nicht, das ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, die Industrien, vor allem in Baden-Württemberg in den letzten 1,5, 2 Jahren, ja, sind plötzlich irgendwie so aufgewacht und wir kriegen laufend irgendwie Anrufe von den Festos, Kerkers und so weiter. Hier, Sie machen auch Ellenberg, Sie machen noch hier was mit diesen Startups. Ja, können wir uns nicht mal treffen? Erklären Sie uns doch mal, was Sie da machen. Und am Anfang habe ich gedacht, was wollen denn die eigentlich von mir? Ja, ich mache was mit Startups, du bist ein etabliertes Unternehmen, du funktionierst komplett anders. Okay, aber ich habe mich natürlich mit denen getroffen, ja, und habe dann schnell rausgefunden und auch langsam verstanden, für was denn dieses Startup eigentlich steht. Das ist nicht einfach nur eine Existenzgründung, ja, sondern das ist ein Neuanfang, eine Denkweise, ja, die sich auch durch einen technologischen Fortschritt und kostenreduzierte Gründungen und Vorgehensweisen tatsächlich auch es ermöglicht haben, die wir brauchen, um in Zukunft auch als Land, als Volkswirtschaft innovativ zu bleiben. Ja? Das heißt, ich gehe so weit und sage, wir brauchen diese Start-ups, ja, um unseren gesellschaftlichen Wohlstand langfristig sichern zu können. Weil das sind die Großen von morgen, ja, und die Großen von heute brauchen neue Ideen, Startups oder Startup-Methoden, Startup-Denke, ja, um in Zukunft auch noch weiter existieren zu können. Und das brauchen wir in Baden-Württemberg schneller, als wir denken. Aber was ist denn eigentlich so das Problem mit den etablierten Unternehmen? Darauf will ich auch noch mal ganz kurz eingehen, weil das ist was, das hört man natürlich auch immer, so ein Daimler, wir sind groß, ja, was soll uns passieren? Ja, da arbeiten ein Haufen klugen Leute, das ist auch so. Ja, aber das Verrückte ist, das ist systemimmanent, dass je größer eine Organisation wird, Träger für Innovation. Und das hat eigentlich folgende Gründe. Ne? Zum einen, denken Sie an große Unternehmen. Wer hat Karriere in einem größeren Unternehmen gemacht? Ja? Alle in kleinen Startups unterwegs. Ja? Aber das meiste ist, denken Sie an die Karrieremodelle und Anreizsysteme. Sie werden immer, es ist sehr egoistisch, ne? Karriere ist individuell. Karriere macht einer, ja? Nicht ein ganzes Team. Sie als Teamleiter machen Karriere, aber nicht Ihr Team. Natürlich hängt Ihre Karriere zum gewissen Maße von Performance des Teams ab. Ja? So. Wir haben funktionsorientierte Organisationsstrukturen. Und bei so großen Unternehmen wie in Daimler, das ist ja, also, ich frage mich immer, wenn einer, das finde ich noch viel spannender, ja, also wenn Sie darauf eine Lösung haben, ja, Aufgabe,
die Organisationsplan und Struktur für den Daimler auf einer grünen Wiese zu entwickeln. In dem Konzept, sag einfach, okay, wir haben da jetzt so ein Unternehmen, ja, in 5 Jahren will ich das haben, wie müsste ich mich aufstellen von der Organisation? Was für Linien brauche ich, was für Geschäftsfelder, was für Sparten, wie viele Manager und so weiter. Ich denke, das ist unmöglich. Ja, das sind einfach organisch gewachsene Strukturen, die auch so sein müssen, um so komplexe Gebilde zu managen, aber die in sich enorm komplex und träge sind. Ja. Eine Sache, die immer wieder zu beobachten ist, dass sich so ein Schiff, ja, super schwer steuern lässt, weil die Geschäftsbereiche, die Organisationseinheiten super viel Eigendynamik gewinnen und sehr stark verwurzelt sind, dass selbst wenn einer, ein Häuptling von ganz oben, ja, irgendwie erkannt hat, dass es gerade auf den Eisberg zugeht und die Richtung das Ruder rumreißt, ja, dass der Tanker da gar nicht mitkommt, ja, weil die unten sagen, hey, Moment mal, ja, was habe ich davon? Oder mache ich mich da nicht überflüssig, wenn wir jetzt ein anderes Geschäftsmodell entwickeln? Ja? Und klar, über börsennotierte Unternehmen, da ist es eh. Und das haben wir zum Glück in Baden-Württemberg den Riesenvorteil von unserem oft inhabergeführten Unternehmen und Mittelstand. Einem Shareholder ist es völlig egal. Jetzt fragen Sie mal Ihre Aktionäre, ja, was wir irgendwie nächstes Jahr oder in 5 Jahren machen sollen, innovativ, denen ist es wurscht, die wollen eine Dividende und fertig. Ja. Und das ist natürlich super schwierig, wenn daraufhin optimiert wird. So, und der zweite Punkt ist eigentlich, dass disruptive Innovation, und das ist nicht was neu ist, ja, das sagt schon Schumpeter und Drucker und die ganzen Management-Gurus, ja, die kommen von außen. Innovative Produkte werden innen entwickelt, ja, aber die Verwendung wird meistens von außen kommerzialisiert. Und da gibt es ein super Beispiel, ich weiß nicht, wer kennt die Bell Labs? Schon mal gehört? Bell Labs, benannt nach Graham Bell, der mit dem Telefon, war und ist immer noch einer der führendsten Forschungseinrichtungen für Technologie. Und die haben in den 70ern, glaube ich, da nageln Sie mich jetzt nicht fest, ein super intelligentes kleines Bauteil erfunden. Den Transistor. Haben die erfunden, die Telefonleute. Ja? So. Der Transistor, sie wussten, haben das für ihre Produkte eingesetzt, haben ihre Produkte damit iterativ innovativer gemacht und verbessert. Ja? Sie wussten aber nichts weiter mit anzufangen. Das heißt, sie haben den für Spottpreis an die ganze Welt lizenziert. Und auf diesem kleinen Transistor, ich meine, das weiß jeder, was da passiert ist, hat sich die ganze Elektronikindustrie begründet, ja? Und möglich gemacht. Und wenn das Bell, ja, in dem Alcatel-Lucent ist da das Unternehmen dahinter von den Bell Labs, damals schon klar geworden gewesen wäre, was man denn damit machen kann, ja, was hätte das bedeutet für das Unternehmen? So, das heißt, die Innovation, die Produktinnovation war eigentlich im Unternehmen, aber die Verwendung, die kam dann von außen, da haben dann Externe lizenziert und haben Intel und die ganzen Unternehmen, die man so kennt, auf diese kleinen Technologie gebaut. Genau. Das Not-Invented-Here-Syndrom kennt auch jeder. Ja, was von außen kommt, ist erstmal nicht so gut, weil wir können es ja eigentlich besser. Und so diese Blindheit, die blinden Flecken, dass man einfach so sehr mit sich selber, das hat jeder, das haben wir auch, ja, beschäftigt ist, dass man die Trends, die von außen und die Einflüsse nicht richtig interpretiert. So, das heißt, und da komme ich jetzt wieder zum Punkt, und das ist auch eine Methodiksache, ja, weil ein Business Model Canvas steht für mich nicht nur als Ersatz zu einem Businessplan, sondern mehr für eine Denkweise, ja, eine Vorgehensweise. Und für mich, und da haben wir ja angefangen, ist wirklich Start-up weniger als harte Definition für eine Existenzgründung oder eine bestimmte Existenzgründung, eine Form der Existenzgründung sehen, sondern eher als Modell der Führungskultur, ja, und ein Managementmodell und vor allem als ein Begriff, der die Suchphase bezeichnet. Ja, und das, also wenn wir das so schaffen, dass wir in der Diskussion, in einer hitzigen Diskussion, die Start-Upper, die Lean-Start-Upper und das klassische Businessmodell und den Plan und sich da immer anfängt zu reiben, ja, wer jetzt irgendwie die bessere Gründungsberatung macht, wenn wir uns irgendwie nur darauf einigen können, so, okay, es gibt 2 Phasen, in der einen ist das eine wichtig, in der anderen ist das andere wichtig, wir brauchen beide, ja, dann wäre
für unsere tagtägliche Arbeit schon viel erreicht. Ich weiß nicht, ob Sie es ähnlich sehen für Ihre. Okay, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit. Der letzte Punkt, und der geht relativ schnell, und ist die Frage, die stellen sich viele hier. Ja, allen voran natürlich das Finanz- und Wirtschaftsministerium, ja, die Banken, die IHKs, alle. Wie können wir Existenzgründer unterstützen? Und da gibt es jetzt wirklich kein Patentrezept, ja, weil wir wissen und haben es gerade auch wieder gesehen, es gibt einfach eine so große Bandbreite an Existenzgründungen, ob es ein Startup ist, ein Einzelgründer, ja, es gibt keins. Aber es gibt drei, und das ist jetzt, habe ich persönlich einfach gelernt und Dinge, die mir begegnet sind in meinen 5 Jahren jetzt auch Community-Arbeit im Verein. 3 Dinge, die ich Ihnen ans Herz legen will, die eigentlich grundsätzlich funktionieren. Das eine ist, bitte, bitte, bitte denken Sie nie dran, dass alles, was Sie tun oder was Sie tun könnten, ein Nullsummenspiel ist. Das heißt, es wird nie passieren, ja, dass, wenn Sie irgendwie was tun, irgendwo was reingeben, Aufwände reinstecken, ja, dass sich das irgendwo wieder aufhebt. Ja, dass es 2 Spieler, es kommt aus der Spieltheorie, 2 Spieler an einem Markt gibt, die agieren, ja, und aus dieser Aktion heraus, die sich aufhebt, ja, ein Nichts passiert. Ja, das ist schon mal enorm wichtig. Das heißt, alles, was wir tun, wenn wir mit Gründern reden, wenn wir mit Partnern reden, das Ökosystem der Wirtschaftsförderung in Baden-Württemberg ist sehr divers und auch kompetitiv teilweise. Ja? Denken Sie auch daran, es ist kein Nullsummenspiel, das kann es nicht geben. Es gibt immer einen Outcome, eigentlich immer einen positiven, wenn man es richtig spielt. Einher damit geht, ist das Thema Give First. Das ist auch wieder was, eigentlich ein sehr amerikanisches Denkmodell, das wir in Deutschland leider viel zu selten haben. Aber die Kultur im Silicon Valley beruht maßgeblich darauf. Das heißt, das sind einfach erfahrene Unternehmer und Menschen, die auch zu Geld gekommen sind und Erfahrung gemacht haben, und die gehen wirklich bedingungslos her, ja, und ohne zu fragen, was bekomme ich dafür, geben sie, was auch immer das bedeutet. Und das ist für jeden individuell. Das eine ist Zeit, ein Rat, ein Kredit. Ja. Denken Sie einfach mal dran, geben Sie erstmal, ohne wirklich zu fragen, was ist mein eigener Vorteil. Und wenn Sie das mal machen, das können Sie auch im Privaten machen, auch im kleinen Rahmen erstmal ausprobieren. Ich habe das wirklich in den letzten Jahren aktiv gemacht und ich kann Ihnen sagen, ja, das kommt zurück. Sie wissen nicht, wann und wie das zurückkommt. Manchmal kommt es auch über Umwege zurück. Aber einfach mal zu geben, ohne einen konkreten Hintergedanken zu haben, das funktioniert. Und das letzte Thema ist, es gibt so viele Leute da draußen, sag ich mal, im Ökosystem, der Wirtschaftsförderung, das sind Gründer, Kapitalgeber, Hochschulen, ja, und alle wollen was Gutes tun. Ja, und das ist auch richtig und es ist toll, dass es so viele gibt, die was Gutes tun wollen. Ja, aber und das müssen wir uns allen, ja, ich bin auch ein Dienstleister in dem Bereich, bewusst werden, ja, dass in so einem Ökosystem, und da bemühe ich jetzt den Brad Feld, nochmal ein Amerikaner, der die Boulder Thesis aufgestellt hat, es eigentlich nur einen Leader geben kann oder eine Gruppe von Leadern, ja, die ganz oben stehen und dieses ganze Thema antreiben und befeuern. Ja, wenn Sie von der Startup-Szene reden, der Startup-Kultur, dann kann die nicht eine Uni, dann kann es nicht ein Dienstleister wie wir, dann kann es nicht ein Risikokapitalgeber und dann kann es vermutlich auch nicht die IHK führen und leben. Das müssen die Startups, die Unternehmer selber leben. Und wir alle anderen, ja, müssen uns unserer Rolle bewusst werden, ja, dass wir Dienstleister sind, dass wir das unterstützen, dass wir auch zusammenarbeiten müssen. Und dann schafft auch so ein kleines Nest, ja, also das ist eine These, die er aufgestellt hat, der Brad Feld, als er Boulder in Colorado analysiert hat. Das ist eine Stadt, da kommt er her und das ist verrückt. Das ist wirklich mitten im Niemandsland, Colorado, Boulder, ein kleines Nest, aber haben ein vibrierendes Startup-Ökosystem. Ja? Da kommen Techstars her, da kommt super viel spannende Startups, die Startup-Dichte ist unglaublich. Ja? Und er hat sich gefragt, warum? Und er sagt, okay, es ist so.
Ja, es gibt einfach, die Unternehmer sind in den richtigen Positionen, ja, beziehungsweise die Unternehmer werden auf die richtige Art und Weise unterstützt. Und dafür gibt es auch kein Patentrezept. Heilbronn funktioniert komplett anders wie Stuttgart. Ja? Ich kann Ihnen da jetzt leider keins nennen, aber werden Sie sich dessen bewusst, und ich bin mir sicher, dann wird es noch besser, wie es meistens ja eh schon ist. Okay, so viel zu mir. Das war jetzt ein kleiner Ausritt, der über den Business Model Canvas hinaus noch ein paar andere Themen tangiert hat. Aber ich glaube, man kann diese Diskussion Business Model, Finanzplanung oder Canvas nicht einfach so losgelöst sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf den Elevator Pitch.